Herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich Ihnen eine tolle Webseite zeigen, wo Sie zu jedem beliebigen Foto tolle Schriftzüge hinzufügen können. Man kennt das ja von PowerPoint, da gibt es ja diese Schriftzüge, die mittlerweile seit Jahren jeder kennt. Damit kann man wirklich nicht mehr großartig Eindruck schinden. Oder auch diese WordArt, die gibt es schon seit ich irgendwie in die Schule gegangen bin. Das ist schon eine Zeit lang jetzt her. Also damit langweilt man jetzt nur die Leute, da fällt man nicht mehr positiv auf. Da gibt es heute schon coolere Schriftzüge. Ja, die sind natürlich nicht leicht zu finden, aber es gibt eine Seite, die ist völlig kostenlos und da möchte ich jetzt kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Es ist sehr einfach und sehr hilfreich. Man kann das nutzen, entweder weil man jetzt bei YouTube, ich nutze das für YouTube bei den benutzerdefinierten Thumbnails, weil man das freigeschaltet hat, da kann man das ganz gut verwenden. Man kann es bei Facebook-Werbung nutzen, weil man jetzt Dark Post schaltet zum Beispiel oder einfach auch nur zum Spaß. Das geht auch, wenn man mal ein lustiges Bild erstellt. Warum nicht? Ich zeige jetzt, wie das Ganze funktioniert. Also die Seite, von der ich jetzt gesprochen habe, nennt sich adtext.com. Wenn Sie das jetzt in Ihren Browser eingeben, dann kommen Sie auf diese Seite. Und da kann man jetzt einfach vom Computer ein Bild hochladen. Das mache ich jetzt. Ich gehe jetzt hier auf die Bilder. Dann gehe ich jetzt hier rein bei meinen Blogbildern. So, und ich habe jetzt hier schon, wo ist das, eins vorbereitet. Das habe ich übrigens jetzt mit PowerPoint gemacht. Aber wie gesagt, mit den Schriftzügen bin ich nicht sehr zufrieden im PowerPoint. Und jetzt hat man hier die Möglichkeit. Das ist jetzt schon mal der Standardtext. Man sieht, dieser Schriftzug, der ist schon mal um einiges cooler als alles, was zum Beispiel PowerPoint zu bieten hat. Das kann man hier auswählen. Das nennt sich jetzt Block Caps. Dann kann man hier wählen, entweder diese Meme oder Fun. Das sieht alles schon viel professioneller aus. Ich nutze jetzt mal dieses Fun. Das ist eben ein bisschen zeitverzögert. So, jetzt hat man hier den Text. Und hier schreibt man dann einfach rein, was man möchte. Ich dann coole Website um. Grafiken zu erstellen. Dies und hier hat man schon einen Text. Ich passe den jetzt nicht von der Größe an. Das ist jetzt nur für den Test. Man kann dann hier die Farbe ändern. Dann wird es blau. Da kann man hier wirklich machen, was man will. Das war dieses Fun. Man kann aber auch hier diese, wie man es auf Facebook oft sieht, diese Memes oder wie man das sagt, keine Ahnung. So, da kann man dann auch noch die Größe anpassen. Also man sieht, das sind jetzt schon tolle Schriftzüge. Alles, was man dann zu tun hat, wenn man fertig ist, ist hier auf Next. Und dann geht man hier auf Download. Mache ich jetzt aber nicht, weil das hat jetzt keinen Sinn, wenn ich dieses Bild jetzt downloade. Und dann hat man es in seinen Download-Ordner und kann es ganz normal verwenden. Also ich finde, das ist eine ganz tolle Seite. Man kann hier jeden beliebigen Schriftzug einfügen in die Fotos. Spielen Sie ein bisschen damit rum. Auf jeden Fall eine tolle Seite und macht Spaß. Ja, das war's jetzt zu diesem Video. Gern können Sie auch meine Webseite besuchen. Die sehen Sie ja hier eingeblendet. Da gibt es weitere coole Tipps und Tricks und vor allem Gratis-Downloads zum Thema Marketing, die auch sehr hilfreich sind. Und gern können Sie auch hier auf YouTube meinen Kanal abonnieren. Sie sehen ja hier irgendwo einen Link, wo man das mit einem Klick machen kann. Gut, das war's jetzt zu diesem Video und zu adtext.com und wir sehen uns im nächsten. Wiedersehen.